Und damit erstmal wieder ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal GamePilots. Ich bin's wieder, euer Martin. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt nach den über 3 Wochen Pause wegen Urlaub und da ist noch so eine ganz kleine andere Geschichte. Meine Grafikkarte ist nämlich am letzten Tag vorm Urlaub kaputt gegangen und da dachte ich mir erstmal so, oh Scheiße. Und das ist aber ein anderes Thema. Ich benutze jetzt meine Onboard-Grafikkarte, habe jetzt zwar, wie gesagt, 2 Bildschirme. Der linke funktioniert auf Full HD ganz normal und der rechte ist irgendwie so, brauchen wir nicht drüber reden. Heute geht es um ein Video, auf das ich mich schon sehr lange freue, beziehungsweise was ich auch schon sehr lange machen wollte. Wir sind wieder bei unserer alten Top 5 Playlist angekommen, wo wir mal die Top 5 Flugzeuge durchgenommen haben. Und heute sind wir bei den Top 5 Traumautos. Ich habe das extra so genannt und setze viel Wert auf das Wort Traumautos, weil in dieser Liste sind ein paar Autos dabei, da denkt man sich, okay, gut, das ist halt wirklich ein Traum. Das kann sich normalerweise kein normaler Mensch leisten. Zumindest ist einer davon dabei. Es sind andere dabei, wo möglicherweise, wenn man Glück hat, später machbar sind. Ich persönlich muss sagen, da lernt ihr auch ein bisschen wieder was über mich. Ich setze sehr, sehr viel Wert auf mein Auto. Jetzt abgesehen von Ausbildung und Freundin und was weiß ich. Aber ich würde später tatsächlich lieber, das ist jetzt zwar noch sehr unreif gedacht, das weiß ich. Und ich denke, das ist eher so für die Zeit zwischen 20 und 30, wo man noch so das ganze Leben so ein bisschen genießen kann und was weiß ich, bevor die Familie kommt, bevor man Vater sein wird und was weiß ich. Da kann man sich schon mal was gönnen und ein bisschen Spaß haben. Und da sehe ich tatsächlich das Auto sogar ein bisschen höher angesetzt als mein Haus oder meine Wohnung oder sowas. Ich würde mir lieber ein geiles Auto kaufen und dafür 20 Quadratmeter weniger Wohnung haben. Dazu aber auf jeden Fall später mehr. Ich habe euch heute 5 geile Autos rausgesucht, aus meiner Sicht geile Autos. Wir haben verschiedene Arten von Autos dabei. Und ja, wie gesagt, ich setze sehr viel Wert auf mein Auto. Habe jetzt auch schon mein zweites Auto mit 18. Falls ihr dazu mein Video sehen wollt, würde ich da auch eins machen. Gar keine Frage. Wie immer, schreibt mir gerne unter diese Playlist unter diese Videos rein. Was sind denn so eure 5 Traumautos? Ich habe mich tatsächlich sogar sehr schwer getan, weil ich habe so meine 2 Favoriten, beziehungsweise meinen einen ganz großen Favoriten, den viele auch kennen. Aber so die restlichen musste ich mir erstmal kurz überlegen. Wir starten mit Platz Nummer 5. Das ist ein Audi RS3. Und wie bin ich denn auf Audi RS3 gekommen? Platz Nummer 5. Audi ist meine absolute Lieblingsmarke, schon mal vorweg. Und ein Audi RS3, ein Audi A3 allgemein wollte ich immer haben. Wie gesagt, ich fahre jetzt einen Golf 6. Und der ist ja so ein bisschen, also Golf und Audi A3 ist ja so vergleichbar, nur halt andere Automarken im Prinzip. Und ein A3 wollte ich eigentlich immer haben, hätte auch fast, ich war wirklich beinahe den alten von meiner Cousine übernommen. Der ist aber leider kaputt gegangen, hatte auch schon, ich weiß nicht, 180.000, 190.000 Kilometer runter oder so, also war nicht so geil. Deswegen habe ich mich dann doch lieber für den Golf entschieden. Aber so ein Audi RS3, ihr seht es vielleicht, ich stehe mehr so auf Autos, die nicht so normal sind, wie jetzt zum Beispiel auch mein Golf. Sondern ich würde mir gerne ein normales Auto kaufen und den dann geil machen. Oder halt schon so eine verbesserte Variante holen, wie zum Beispiel ein S3 oder ein RS3. Und den dann nochmal ein bisschen individualisieren. Und das ist halt immer so eine coole Sache, finde ich. Und wenn man das später kann, finde ich das echt nice. Und so ein Audi RS3 ist gut machbar, auch von der Größe her, recht praktisch. Und ja, wie gesagt, mein Platz Nummer 5, Audi RS3.
So, wir kommen jetzt zum Platz Nummer 4 und zwar ist das ein Maserati Gran Turismo. Wie bin ich darauf gekommen? Also Maserati ist eine meiner Meinung nach richtig geile Marke, die man gar nicht so oft sieht. So ein bisschen vergleichbar mit Bentley und Rolls-Royce, so vom Style her. Bisschen königlich, bisschen arrogant und so weiter. Aber trotzdem ein richtig cooles Auto, was man eigentlich nicht mit anderen Autos vergleichen kann. Zumindest dieser Maserati Gran Turismo. Und immer wenn ich ihn auf der Straße sehe, denke ich mir so, boah, der ist mal richtig geil. Auch das Logo. Mega, mega cool. Auch wenn der Maserati Gran Turismo jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, finde ich den immer noch extrem geil. Und hat auch wirklich wahnsinnig Power. Und klar, ist jetzt auch nicht so arg familientauglich. Aber im Vergleich zum Platz Nummer 3, der gleich kommen wird, ist er immer noch sehr, sehr gut. Hat auch ordentlichen Kofferraum hinten drin für meine Verhältnisse. Klar, Kinderwagen und sowas bekommen wir ja nicht rein unbedingt. Aber meiner Meinung nach, wenn man den so sieht in der Stadt oder so, wenn dann einem vorbeikommt, dieses Dröhnen vom Motor klingt schon richtig wie ein Biest. Und allgemein ist das Auto auch wirklich ein bisschen königlich, meiner Meinung. Ich rede jetzt wieder ein bisschen Quatsch. Aber ich sehe das Ganze so und deswegen ist der Maserati Gran Turismo hier auf Platz Nummer 4 bei meiner Liste. Jetzt kommen wir mal zum absoluten Traumauto von mir. Nicht, weil ich jetzt sage, boah, ich finde den so mega geil, sondern einfach, es ist ein Auto, das ist einfach was Besonderes. Ich habe mir gedacht, ich nehme ein Spitzenklasse-Fahrzeug mit rein. Da musste ich mich natürlich entscheiden zwischen den Rivalen Ferrari, Lamborghini, Königsegg, was es da alles so gibt hier, diese richtigen Supersportwagen, die in die 200.000, 300.000 oder was weiß ich, ins Unendliche noch gehen an Kosten und natürlich auf gar keinen Fall familientauglich. Aber ich habe mir so gedacht, zwischen 20 und 30, wenn man nur eine Frau hat oder was weiß ich, ist es so die einzige Zeit im Leben, wo man sich sowas, denke ich mal, gönnen kann. Außer später vielleicht als Zweit- oder Drittwagen, wenn man so die paar Millionen auf dem Konto hat, ne? Ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber wie gesagt, ich finde den einfach mega geil, auch vom Aussehen. Ich fand Lamborghini schon damals immer mega geil und Lamborghini ist einfach auch so ein Fahrzeug, wenn er an euch vorbeifährt, dann schaut ihr ihm einfach hinterher und denkt so, geile, geile Karre und sowas will ich auf jeden Fall einmal zumindest in meinem Leben fahren. Es kann auch ein Ferrari sein oder was weiß ich, Hauptsache mal so ein Auto, sollte man einfach mal im Leben gefahren sein und ich bin echt gespannt, wie der sich so anfühlt und wie gesagt, Lamborghini Huracan bei mir auf Platz Nummer 3. So, am Platz Nummer 2, Mercedes-Benz. C63 AMG und Mercedes-Benz C63 AMG, sagen viele so, ja klar, findet jeder geil und was weiß ich, Bonsenkarre so in der Art, aber ich sage dazu, ihr seht es auch an der Form des Autos, erinnert euch sehr, sehr stark an Platz 1 von mir, der danach kommen wird und ich finde einfach diese Länge des Autos. Ich finde sowas einfach mega geil und es ist einfach so, den dann noch mit so einem geilen Glasdach oben drüber oder was weiß ich, da hat man das Noble von Mercedes-Benz, dieses Luxuriöse noch ein bisschen mit drinne und allgemeinen AMG-Motor in normal finde ich den natürlich auch sehr geil, aber gerade so, wenn man noch diese AMG-Variante hat, ist es einfach mega und vor allem so ein AMG-Motor ist halt immer so eine Sache für sich. Finde ich auf jeden Fall mega geil und ist deswegen auch klar verdient bei mir auf Platz Nummer 2 und wäre auf jeden Fall eine richtig geile Sache, wenn man sowas dann später mal fahren könnte. Zumindest bin ich der Meinung, ein oder zwei Autos aus dieser Liste
Könnte man sich wirklich für später vielleicht mal denken, was man so in 4, 5 Jahren oder was weiß ich, in 10 Jahren oder so, wenn die ganzen Schulden abbezahlt sind oder so, was man dann hier mal auf dem Kanal sieht, und dann kann man so zurückschauen und sagen, ey, guck mal, das waren so damals deine Traumautos und jetzt fährst du vielleicht selber so ein. Wäre natürlich ziemlich geil. Ein Lamborghini Huracan wird es wahrscheinlich nicht werden. Und Maserati Gran Turismo wahrscheinlich auch nicht. Aber wir wollen jetzt gar nicht mehr so lange reden. Und ich spanne euch jetzt gar nicht so lange auf die Folter. Wir kommen jetzt zum Platz Nummer 1. Wir haben hier mein absolutes Traumauto und zwar ist es der Audi RS7. Ich habe mich mit Absicht für die ältere Variante entschieden. Viele kennen den neueren RS7 bzw. A7 schon von Audi. Ich finde ihn sehr gut, auch von hinten sehr futuristisch und alles. Rückt mir aber ein bisschen mehr zu viel in die luxuriöse Schiene mit rein, in diese Business-Schiene, wie ein Audi A8 zum Beispiel. Und da würde ich sagen, bleiben wir lieber beim älteren Modell und den dann als schönes RS-Modell mit richtig, richtig krasser Power unter der Motorhaube. Macht bestimmt Laune, den zu fahren. Und ich habe das Vergnügen, jeden Tag, wenn ich in die Schule gefahren bin, einen auf dem Weg sehen zu dürfen. Und jeden Tag habe ich mir so gedacht, boah, das ist so ein kleiner Motivationsschub, wenn man den immer so sieht. Und viele haben es natürlich auch an meinem Hintergrundbild gesehen, den roten RS7, den ich glaube ich da hatte. Wie gesagt, mein absolutes Traumauto, Audi RS7, habe ich glaube ich auch da hinten als Modell irgendwo stehen. Ich weiß gar nicht genau, muss ich auf jeden Fall nochmal schauen. Und ja, ich weiß gar nicht, was ihr dazu jetzt sagt. Ich finde wieder, ihr seht's, es ist halt vergleichbar mit dem C63, auch von der Länge, von der Form her. Das Ganze ist halt sehr, sehr ähnlich, wieder wie beim Golf und beim A3. Aber wie gesagt, Audi war schon immer mein Favorit, auch wenn wir alle in der Familie einen VW haben. Meine Mutter hatte einmal einen Audi, aber einen Audi A2, den ich besonders gar nicht abfeiere persönlich. Aber ich habe jetzt auch schon meinen zweiten VW. wollte aber immer einen Audi haben und mein Ziel ist es später auch einen Audi zu fahren. Und jetzt zum Abschluss nochmal dieser Folge wollte ich nochmal ein bisschen sagen, worauf ich so auf Autos achte. Und zwar, viele sagen immer, ja, Hauptsache Motor und alles. Ich bin wieder, viele sagen immer, dass es eine scheiß Ansicht ist. Ich bin auch selber der Meinung, dass es eine relativ blöde Ansicht von mir ist. Aber für mich muss es nicht diese 600, 700 PS sein. Es reichen auch 200, 300 oder sowas. Hauptsache, er sieht geil aus. Klar, bei einem RS7 oder sowas, da mit 100 PS rumfahren, ist jetzt auch nicht so geil. Da setzt man sowas schon voraus, aber ich setze halt sehr viel Wert aufs Aussehen und dass das Auto individuell ist, dass man sich die Felgen raussucht. Für mich gibt es immer drei Sachen für ein Auto, was später auch sehr, sehr krass bei mir der Fall ist, dass ich das an meinem Auto machen möchte. Und zwar ist es einmal Scheibentönung. Die Scheiben müssen einfach dunkel sein. Neue Felgen drauf. Felgen machen sehr, sehr viel an einem Auto aus, bin ich der Meinung. Und selbst ein normales Auto mit krassen Felgen ist schon wieder ein cooles Auto. Und dann auf jeden Fall noch eine Tieferlegung rein. Das Auto muss schön tief sein. Und der Motor muss sich natürlich schön anhören. Ich bin gar kein Fan, also von der Technologie bin ich auf jeden Fall ein Fan von diesen Elektrokarren und was weiß ich, was man da alles machen kann heutzutage. Aber allein vom Sound her fehlt mir bei einem BMW i8 zum Beispiel, wenn du jetzt alleine nur auf Strom fährst, dieses Bzzz, du hörst einfach nichts vom Motor. Und ein Motor, wenn du in einen Tunnel fährst oder sowas und du hörst so einen geilen Motor, es ist einfach immer ein geiles Gefühl. Und das möchte ich auf jeden Fall später bei mir auch haben. Auf das lege ich sehr viel Wert. Ich setze keinen so einen großen Wert auf Farbe. Ich bin sehr großer Fan von weißen Autos, besonders mit schwarzen Felgen oder mattschwarz, sowas in die Richtung.
Aber ich bin kein Fan von Silber oder sowas. Oder ja, okay, bei dem Mercedes, dieses Mattgrau war es, glaube ich, vorhin. Sah auch nicht schlecht aus. Aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Weiß oder Matt-Schwarz, sowas in die Richtung. Und dazu dann noch schwarz getönte Scheiben oder schwarze Felgen bei einem weißen Auto ist auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Sache. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Ich würde mich über ein Like da, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder vielleicht ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir haben jetzt übrigens die 2000 Abonnenten geknackt. Wollte ich mich nochmal bei allen bedanken. Und wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall eure Liste mal unten rein. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Und vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin und tschüss.